Zock mal lieber noch ein bisschen Mario Party 64. Das war jetzt ein Rage Quit. Damals schon 42, gell? Hätte man lieber das gespielt, hätten wir es durchzocken können, vielleicht. Egal, egal, aber wow. Nee, nee, echt, Leute, nee. Warte, wie ging's zum dritten Level? Wie ging's denn da hin? Soll ich ganz vergessen? Über das Boot hier nett. Wie ging es denn da hin? Über die Röhre ging es ins zweite und wie ging es dann ins dritte? Weiß das noch jemand? Wie ging es in die dritte Welt? Wie ging's in die dritte Welt? Muss ich in die zweite? Welche war das? Das war das, wo die Anime-Referenz kam. Wie ging's in das zweite? Und wenn ich jetzt hier durchgehe, komme ich wahrscheinlich ins dritte. Was, warum ist schon die Vase offen? Vanish Cap und Same Game. Same Game, was ist für das Same Game? Es tut auch die Stimmung gleich wieder ein bisschen hoch, Mann. Okay, warte, was explain the Red Ways? Was sagt er da? Was sagt er da? Dieses Areas Boss, ich habe den Area Boss noch gar nicht besiegt. Komisch. Geh mal lieber mal nett rein. Was? Oh lol, wie krass ist denn das? Cool. Oh, der Stern ist hier ganz drüben. Kann ich das? Nö, das war's. Hä? Ich hab's gekackt. Ich bin eigentlich auch Reset. Geil, ey. Hä? Warum ist das jetzt so zusammengegangen? Scheiße, das schafft Custom, oder? Oder doch? Jetzt bleibt. Oh fuck, ich hab die Zeit vergessen im Auge zu behalten. Aber es hätte eh nicht gereicht. Ne, eh nicht gepasst, oder? Das ist immer ein bisschen anders, kann das sein? Geh doch! Du, 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 du.
Nice, ja, danke schön. Ich kann es nicht heben, ey. Das macht mir echt deutlich mehr Spaß als Portal. Ich weiß auch nicht. Ich meine, ich finde das Portal finde ich unglaublich kreativ, aber es macht einfach nicht so mega. Es macht schon Bock, aber ein paar Sachen sind, ach, keine Ahnung. When you're wearing the Vanish Cap, you can face right through crates like this one. You should keep that in mind. It might be useful in the future. Ich meine, das ist mega, was er da gemacht hat, was er für ein Spiel gemacht hat. Mega cool. Der Case, aber. Ich bin auf Odyssey gespannt. Ich glaube, dass das richtig cool wird. Das wird, glaube ich, richtig cool. Hallo? Hallo? Ich weiß nicht, ob es hilft, alle Buhus zu killen, aber ich mach das jetzt einfach mal. Schade, tut's auf jeden Fall nicht. Ich verstehe. Ist hier irgendwas? Oh. Sah noch so aus. Geil, das sind die, bei Mario Party gibt's auch so ein Pumpteil, keine Ahnung. Wo man so Luftpumpen benutzen muss, mit Luftpumpen zu irgendwie aufpumpen. Wir haben innen alles, oder? Hier gibt es vielleicht noch was. Vielleicht auch nicht. Vielleicht außen rum gehen mal. Ich frage mich, ob es hier auch wieder einen Geheimstern gibt. Und ich frage mich vor allem, ob es in der Wing Cap Geheimstern gibt. Weil da haben wir irgendwie gar keinen gefunden. Und Wing Cap Level war jetzt nicht so groß. Vielleicht muss man da irgendwo hinfliegen. Wer weiß. Wer weiß. Yeah, da hab ich das Ding. Ich hier einfach zwei rumliegen. Ich will auch nochmal eins. Vielleicht muss man 2x8 finden. Irgendwo ist hier noch eine. Da ist ein Stern. Irgendwo, Freunde, versteckt sich noch ein Stern. Da hinten ist noch ein Gitter auf jeden Fall. Was ist das?
Oh, das ist ein großer Buch. Cool. Dann haben wir wahrscheinlich schon einen anderen Stamm gefunden. Alter, ich kann keine Stampfattacke mehr machen. Hallo? Dankeschön. Gehen wir mal davon aus, dass es wieder nur zwei sind. Gehen wir mal davon aus. Here we go. 45, da ging es schon mal besser, ey. Kaum kurz in dem Game haben wir schon 3 Sterne mehr. Das wäre aber cool, weil da könnte man auch runterfallen. Level, wo man nicht runterfallen kann, sind cool. Luigi's Engine Room, genau. Der Loose Cruise. Was versuchen wir jetzt? Schrauben, die draußen sind, ja. Okay, cool. Ist das das Minispiel oder ist das irgendeine höhere, ja? Irgendwas, ich hätte das auch noch planen müssen. Ab in der Scaffolding. Jetzt gehen wir mal. Achso, okay, hier ist das Minispiel. Gut, gut zu wissen. Hi Terabyte, heute wieder mal Party 64 Cool. Servus, Jobin, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Ja, heute wieder mal Party 64. Ich habe gerade vorhin Portal 64 gespielt, aber das hat mich irgendwann jetzt so getriggert, dass ich ein bisschen geragequittet habe. Das hat mich echt getriggert, weil ich, keine Ahnung, da waren noch so 3 Sterne, die ich einfach nicht gebacken gekriegt habe. Schau mal, können wir da hinten einfach rein. Easy, Freunde! Also Mario Party 64 ist echt ein cooles Game. Face through the cage. Ich frage mich auch, wo in Donkey Kong Land noch der letzte Stern ist. Den haben wir auch, gell? Oh, Rage, gut, dass er die auch mal, ja. Aber kein so schlimm, also weiß nicht. Ich hab's lang versucht, also ich meine. Rage Quit ist vielleicht sogar ein bisschen übertrieben. Ich war jetzt nicht wirklich mega. Also ich hatte einfach keine Lust mehr, weil ich so eine Weile versucht habe und einfach es nicht geklappt hat. Einfach jetzt auch nicht weiter. Also. Vielleicht schon. Schon weiter gewusst noch bei den anderen Sternen, aber die waren jetzt auch nicht so leicht. Hier weiter. Ah, stimmt. Das gab's ja auch noch. Cool, 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 cool. Da hinten ist ein Stern. Da muss ich wahrscheinlich wieder drehen, gell? Oh.
knapp. Das ist doch bestimmt ab, das Scaffolding. Mir geht's eigentlich gut. Ich habe halt ein bisschen Halsweh. Ich weiß nicht, ob das vom vielen Reden von gestern kommt. Weil gestern waren es 7 Stunden Stream und ich... Red and Blue Boo Battle. Okay. Boo's Left 5. Ah, ich muss mit dem Reden oder was? This is bad. Red and blue colored boos have infested the engine room. They are hiding near things that match their color. We need you, Mario, to find them and lure them into the light. Their only weakness. Got all that? Ich weiß nicht, ich habe gestern 7 Stunden gestreamt und habe relativ viel geredet, ob es einfach davon kam oder ob es irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, Erkältung ist oder so. Ja, guck mal, das sind die Schweine. Okay, ich kann nichts machen, außer ins Licht zu bohren. Tschüss. Und wie geht's dir? Alles wieder fit bei dir, Jobin? Pretty straightforward ist hier, ne? Oh, geil, ey, wie die Texturen einfach rot und blaue Boos. Ah, cool. Eine Sekunde mit schneller ist ja schon wieder da, ist glaube ich gleich. Alles gut, sehr schön. Sehr schön, passabel. Mir geht's passabel und es ist viel Scootman. Beim Pen Paper. Beim Pen Paper hatte Kemon beim ersten Mal, als wir gespielt haben, hatte der Kemon bei seinem Helden beim Aussehen, hat er irgendwie nicht geschrieben, was weiß ich, braune Haare oder so und oder blond oder so, sondern hat geschrieben, also es hat er auch, glaube ich, geschrieben, aber zusätzlich hat er geschrieben, passabel bis gut aussehend. Ich habe Internetprobleme. Ja, Internetprobleme sind scheiße. Die Woche ging es tatsächlich bei mir. Oder hatte ich die Woche? Ich glaube Anfang der Woche. Anfang der Woche hatte ich ein paar, aber seitdem geht's echt, ey. Das ist sehr gut. Okay, vielleicht muss ich Unity Media auch mal loben, dass es jetzt wieder geht. Gute Arbeit, Unity Media. So weiter, bitte. Jetzt geht es wieder. Ja, das sind nur so kurze Probleme wahrscheinlich, oder? Alter, wo ist der Letzte? Da oben. Aha. Und, aber... Komm zu Papa. Wie viele Sterne gibt es da? 70. So viel ich weiß. Müssten 70 sein. Also noch 21, die noch fehlen. Bei Portal gibt es 30. Wobei die auch deutlich länger dauern. Die hier gehen jetzt echt schnell. Also ich... Fixing the Engine. Ich habe jetzt die Spielzeit, keine Ahnung, Viertelstunde, nee, Viertelstunde eigentlich. Doch, Viertelstunde vielleicht. Hab schon 7 Sterne geholt. Fixing the Engine. Da vorne gab's doch nur... Da vorne gab's doch einen Eingang. Ja. Das geht aber schnell hier. Sterne hier sind echt schnell. Ich glaube, dass es ein cooles Speedrun-Hack wäre. Die auch relativ schnell geht, glaube ich. Also wenn man dann vor allem noch... Ich meine, es geht so schon schnell, wenn man dann noch weiß... wo die Sterne sind und wie man am besten hinkommt. Okay, Fixing the Engine. Keine Ahnung, ich die Fix, die Engine.
Wie sieht's bei deinen Speedrun-Ambitionen aus? Ich muss wahrscheinlich irgendwas mit dem Ding hier machen, oder? Okay, ich nehme Level hin und her. I guess. Naja, eher Zirkus bei mir. Ich meine, du hast hier halt auch, also... Ich meine, du fängst halt mit 70 Star im Prinzip an und das ist halt schon, das sind halt schon viele Sterne, die man üben muss. Um Sterne, also um so anständig Speedrun zu können, muss man es halt schon üben ein paar Mal. Also die einzelnen Sterne ein paar Mal üben. Ich meine, ich habe beim 30 Star Run in Sunshine Secret Book, habe ich ja auch ziemlich lang gebraucht, die alle zu üben, bis ich sie machen konnte. Und wenn das halt statt 30 dann 70 sind. Wie repariere ich die Engine, Leute? Oh, vielen Dank für dein Follow, 800957. Vielen Dank für dein Follow und einen herzlichen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ah, guck mal, das sieht doch nach was aus. Schön, dass du da bist. Hello, I am Pisudon. I heard there was a problem with the engine. So I was called in to check it out. I get lost easily though. Could you keep me out of harm's way while I look for the engine? Yep. What? Jetzt? Bzzzt, error, wall detected, deactivating. What? Wie krass ist denn das? Wo lädst du die ROM-Hacks runter? Gibt ja mehrere Seiten. Früher habe ich, also, es gibt ja irgendwie zwei Seiten, wo es relativ viele gibt. Wie hieß denn das? Ich weiß, dass das so läuft. Ich muss mich kurz angucken. Okay, dann muss ich tauschen, bitte. Es gibt so zwei Seiten, die. Ich weiß gerade nicht mal, wie sie heißt, aber die ist wahrscheinlich. Also SM64-Hacks gibt's. Und die anderen weiß ich gerade nicht. Das Problem war, dass die nichts wirklich Aktuelles hatten. Und die aktuellen Sachen, die lade ich tatsächlich. Die aktuellen Sachen lade ich tatsächlich von den einzelnen YouTubern runter. Also der Case zum Beispiel. Case Emanuel, der tut auf seinem YouTube-Seite, tut er die veröffentlichen. Und so die anderen auch. Also wenn jemand was Neues rausbringt, dann lade ich das von der YouTube-Seite runter von denen. Und es ist dann halt keine Z64-Datei meistens, sondern eine BPS-Datei. Die du dann patchen musst, wobei das eigentlich relativ einfach ist. Da jetzt leck ich, ja. Gerade rede ich noch davon, schön, dass es funktioniert endlich mal wieder und zack, leck ich. Das ist echt lächerlich. Leck ich bei euch auch? Ja, wow. Schön, dass es funktioniert. Zack, leck ich, wow. Okay, da muss ich dann auch. Hier kann ich drauf. FPS-Jobs, ja, das ist halt wirklich wow. Oder geht jetzt gerade aus? Geht jetzt links oder gerade aus? Gerade aus. Und jetzt. Und hier. Ja, yeah, ich hab's geschafft. Frame per second. Ja, FPS has frames per second. Ach man, ich hoffe, dass das jetzt nur kurz ist. Ah, it looks like a worn out spark play. This should be a pretty easy fix. There, engine fixing noises. There we go, it should be good as new. No need to thank me, it's what I do. Hallo und jetzt? Kann ich
da jetzt rein, oder? Wo ist der Stern, Leute? Ja, die Probleme sind weg. Okay, sehr gut. Aber es vielleicht nur kurz. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Aber das ist doch großartig, ey. Da lobe ich sie extra grad. Aber das spackt hier rum, glaube ich. Das spackt hier rum, glaube ich. Da passiert nichts. Da hätte eigentlich ein Stern auftauchen sollen. Da hätte eigentlich ein Stern auftauchen sollen. Ich sage euch, was wir machen. Wir machen dann einfach das Minispiel hier. Ja, nice, dass du nichts. Ah, lol, das ist Dings. Das ist hier Hau den Lukas. Geil. Wie viel Zeit haben wir denn da? Ich glaube, ich hechte die lieber um, das ist besser. No, habe ich den gekriegt noch? Vielleicht geht es auch nur darum, nicht kaputt zu gehen. I don't know. Oh ne, es ist zeitabhängig, krass. Hallo! Ja gut, es reicht. Es reicht trotzdem easy, Leute. Also ich lade die Hexen meistens auf der Seite runter. Ich habe da noch eine andere Seite gefunden von einem, der es relativ oft aktualisiert, wenn eine neue Hack kommt. Aber ansonsten muss ich halt ein bisschen bei den Leuten, die ROM-Hacks machen, auf YouTube gucken. Aber die Seite kann ich dir mal geben. Der aktualisiert es eigentlich ziemlich schnell, wenn was Neues rauskommt. Minigame Walker Plant. Das ist, glaube ich, von einem Tomato Bird die Seite gemacht. Jetzt muss ich das mit der Engine nochmal machen, glaube ich. Also, ich hoffe mal, dass das jetzt funktioniert. Jetzt kill ich erstmal wieder die Kumpus. Wobei, ich glaube, ja, eigentlich machen die dem wahrscheinlich eh nichts aus. Wo ist er denn, ey? Wo ist schon der Kerl, ey? Hier war er, gell? Der Witze. Servus, Kemon. Hallo und herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend, mein Freund. Schön, dass du hier bist. Schreiben, dass dein Tee nicht geht. Ah, stimmt, das habe ich noch gar nicht eingeschaltet. Stimmt. Mach ich sofort nach dem nächsten Stern. Mach ich sofort nach dem nächsten Stern. Jetzt will ich ja mal hoffen, dass es hier jetzt geht. Ich habe es vorhin ausgehabt, weil vorher noch hell war. Wehe, das geht jetzt nochmal nicht, ey. Ah, okay, das ist ein komplett anderes Ding. Das ist ein komplett anderes. Das ist da hinten. Wow. Oder muss ich mit dem weitern? Nee. Aha, Leute. Ich war nur. Ich meine, vorhin ging die Kamera auch nicht darüber. Ist heute Settle-Tag, oder? Oder wieso gibt es direkt die Information? Ja. Und da schaltet ihr ein, das ist ja voll nett von euch. Das ist ja voll nett von euch. Wenn ihr wollt, dürft ihr euch auch eine Farbe aussuchen. Was denn? Mein kleiner Bruder liest Level Loyal. Level Loyal?
Warum Level? Das kapier ich gerade nicht. Ihr habt die perfekte Möglichkeit verpasst. Saddletag, Saturday, Saturday. Grün, okay, grün. Grün lässt mein Gesicht zwar komplett rot wirken. Von der Kamera, wie ihr jetzt gleich seht. Aber okay. Okay. Also meine Birne wird da so rot, das ist abartig. Das ist so abartig, ey. Okay, Bowser's Magma Mountains, gell? Das Feier, das sieht. Du bist so rot, das ist so abartig, wie rot ich bin. Das sieht so kacke aus, ey. Mal was anderes, okay. Lilla kann ich machen. Ich weiß nicht, was das gute Lilla ist. Ich muss mal bei mir selber aktualisieren, weil bei mir. Ich bin bei mir selber mega hinterher, weil ich geleckt habe gerade vorhin. Okay, jetzt muss es eigentlich passen. Jetzt muss es eigentlich wieder passen. Da bin ich wenigstens nicht froh. Hallo. Hallo, wie komme ich da vorbei? Was ist denn das hier für eine Frechheit? Das ist ja eine Frechheit. Passt euch das? Ist euch das lila genug oder ist das zu magenta oder wie auch immer? Die gute Münzen hole ich jetzt. Obwohl, eigentlich könnte ich das ja auch kombinieren. Eigentlich kann ich das doch auch kombinieren. Magenta TV, ja. Ich bin nicht von Telekom gesponsert. Why? Hab ich ihn schon, gell? Jetzt wollen wir erstmal. Jetzt wollen wir erstmal die anderen. Die andere, den Münster noch holen. Braucht man dafür einen Grund? Für Cover Pride? Weiß nicht. Anti zweifelt an, dass du weißt, was Magenta ist. Doch. Ich weiß, was Magenta ist. Das wurde, das wurde mir hier schon auf dem Stream beigebracht, was Magenta ist. Aber bei mir sieht die Farbe auch ein bisschen anders aus. Zum Beispiel das Gelb. Das Gelb sieht hier komplett weiß aus. Schaffst du, Martin? Meinst du das Level oder was meinst du? Oder ist die Frage, ob ich arbeite? Ich kenne gar nicht die Farbe. What? No! Ich zeige euch das mal zum Beispiel, wenn ich Gelb reinmache. Also bei mir ist das ein richtig schönes, eigentlich ein dunkleres Gelb. Ah, okay, das geht jetzt sogar einigermaßen. Aber hier ist trotzdem ziemlich weiß. Oder das ist so ein hellgrün. Das ist ein hellgrün gerade bei mir. Das ist bei euch einfach nur weiß. Und das hier ist eigentlich ein Lila, eher, bei mir. Geil. Wir müssen uns mal was anschauen bis morgen. Alles klar, bis morgen. Morgen ist Witcher-Tag, ja? Schöne Grüße von allen, gönnt euch einen Gruß zurück. Ja, Gruß zurück, Leute. Morgen ist Witcher-Tag. Morgen müssen alle einschalten. Alle einschalten. Um 20 Uhr geht's los. Morgen glücklich da, sehr gut. Sehr gut. Boah, hier läuft's aber mit den Dings. Hier läuft's aber mit den Sternen. Wo ist der Timer oben links hin? Ach so, ja, ich meine, den Timer hatte ich ja nur letztes Wochenende, weil ich da das 24-Stunden-Wochenende gemacht habe. Und da ich das jetzt, Wochenende natürlich nett macht, brauche ich den auch nicht. Also ich habe ihn einfach aus. Kann man relativ einfach auf einmachen und ausmachen und einstellen. Ich meine, so brauche ich ja keine Zeit. Ich kann natürlich jetzt irgendwie. Wow. Wow. What? Kommt ich da hoch?
Wie geht es deiner Freundin? Ich geh mal davon aus, gut. Also vorhin ging es ja auf jeden Fall noch gut und. Und dann gehe ich mal davon aus, dass es ihr jetzt auch noch gut geht, hoffentlich. Ah, die ist nicht da übers Wochenende. Deswegen ist auch Stream-Wochenende. Weil sie nicht da ist. Und ich die Zeit dann nutze, um hier ein bisschen streamen zu können. Ach, geil, wie sie mich fast nochmal runterhaut, hoffentlich. Ja, doch, es geht ihr gut. Ich habe, bevor ich angefangen habe, habe ich noch mit ihr geschrieben. Super Mario 64. Super Mario 64! Herzlich willkommen, Hatcher! Einen schönen guten Abend! Fuck, no! Komm schon, ich fall nicht runter. Flex nicht so mit deiner Freundin. Boah, wie ich noch direkt noch mal getroffen hat. Servus Daniel, einen schönen guten Abend. Wie du direkt davon getriggert wirst, flex nicht so mit deiner Freundin. Der Jobin hat ja nachgefragt. Ich habe ja nicht von selber angegeben mit meiner Freundin. Good evening, Hatcher. Super Mario 64. The world is flat. Ja, yeah, that's true. It's internet common knowledge. Bullying the bullies. Das hört sich doch gut an. Kein Grund, gleich so zu flexen. Ich habe überhaupt nicht geflext. Wo habe ich geflext, bitte? Flat Earth Theory has members all around the globe. Flat gleich Haus? Nee, er hat gesagt, dass die Erde flach wäre. Also, Flat Earth heißt flache Erde. Dass die Erde keine Kugel ist oder kein Hyperboloid, sondern eine Scheibe. Ja. You could see the end of it. Yeah, that's true. You could see the end of it. It's flat and small, pretty small. And the bottom is magma. Ellipsoid meinte ich, nicht Hyperboloid natürlich. Ellipsoid. Magma ist unterirdisch, das ist Lava. Und was ist das englische Wort für Lava? Auch Lava. The floor is Lava. The floor is Lava, ja. Hyperboloid divergieren, ja, dann. Ich habe gehofft, dass ich es gesagt habe, ich gehofft, dass ich mir das richtige Wort nicht eingefallen habe. Ich gehofft, dass du es nicht bemerkst, aber natürlich direkt bemerkt. Du erinnerst mich an einen Levy. Sicher nicht im positiven Sinne. The floor is lava. That's just true. This is the real Floor's Lava game, ja. Die Musik, wo sind die ganzen Bullies, ey? Die haben sich da ist einer, die haben sich versteckt vor mir. Und Schiss. Die haben Schiss. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt alle hier killen muss. Nice, okay. Okay. Ja.
Tani, ey, flex nicht so mit der Kopfbombe. Floating down the sea. Okay, now we need to get on the floor. Reach the bottom of this pit. But how? Die Musik ist echt intens. Ich glaube, die schaut gerade eher zu, als was zu schreiben. Ich glaube, war das jetzt Minispiel eigentlich? Ja. Tani muss in Flames, sonst muss ich das alleine machen. Ja, wow, ey, toll. Ich da jetzt rüberkomme. Da müsste doch irgendwo eine Metallkappe sein, aber ihr habt keine gesehen, oder? Ich habe auch keine gesehen. Dann auf geht's, Abfahrt. Cool, es geht echt. Hochfahrt. Ich schätze nicht. Ich schätze, das geht unter, wenn wir da drüben sind. Ich schätze, das geht unter. Okay, es geht rein. Was im Prinzip irgendwie das gleiche ist, finde ich. Bin jetzt fertig mit Star Road. Echt? Alle 130 Sterne. Sehr schön. Vorbildlich. Komm schon. Das sieht gut aus. Ich darf mit Auge machen. Aber ist egal. Mario sounds way too happy for someone who could be burned to death at any moment. But hey, if he's burned to death, he will stand up after that immediately. So nothing happens to him if he got burned to death. Fury Volcano fight. Instant cremation, yeah. Ocean-Vulkan, Junge. Ocean-Vulkan, ist das Teil hier? Muss ich eine Bombe reinwerfen? What? From ashes to ashes, from dust to dust. So, ich muss jetzt schlafen, ist das okay? Klar, ich meine, wenn du schlafen musst. Das ist natürlich okay. Das ist natürlich okay. Dann wünsche ich dir einen guten, schönen Abend. Eine gute und geruhsame Nacht. Ich glaube, ich muss das nicht hier reinwerfen, oder? Das macht irgendwie keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich habe keine Ahnung. Lass uns das Minispiel machen. Wo war's denn? Wo war's denn? Es war. Ne, hier war's noch. Es war da hinten, genau. Hier war's irgendwo. Geronimo! Scheiße, fast reingereicht. Das wäre cool gewesen. Oh, das ist ein Rennspiel, glaube ich. Yeah, cool, das ist das Skateboard-Dings. Okay.
Du und cool. Heavy, ich und cool. Das Spiel ist cool. Leute, no. Leute didn't last long. Ja, yeah, the problem is, this stone things got down and I bonked against some of them. I just need to jump every time, I guess. Whole time. Also ich meine, ich habe nicht gesagt, dass ich cool bin, aber das bin ich ja wohl offensichtlich. Nice! Das kleine Kappa kommt, das ist so gemein eigentlich. Okay, jetzt... Vielleicht der Lilane da hinten. Vielleicht der Lilane da hinten. Der ist doch anders. Macht der eigentlich irgendwas? Da guckt er mich nur dumm an. Oh, ich kann mit ihm reden. I can't stand sitting here knowing that those bullies are out there stopping people from using the road. I wish someone would do something about them. Ja, wow, toll. Da kommst du ein bisschen zu spät. Wo ist hier ein Vulkan? Das alles ist ein Vulkan. Hier ist die Dings, hier ist die frühere. Fight the bullies. I did fight the bullies. I got a star for that. Kann ich mit allen reden? Okay. That rock to the south over there is really close to the lava current. I bet even just standing on it would make it get sucked in. Okay, danke für den Tipp. Take these bridges if you want to get around a little quicker. Großen kann man dann nicht reden. That volcano is really causing a lot of trouble. If only we could blow it up or something. Hä, also doch, oder was? Mit Bomben reinwerfen. Ich meine, die Bomben sind ja da. Das macht ja. Wird ja schon irgendwie zusammenpassen. Aber wo dann? Also doch da rein? Das wäre ja lächerlich. Nein, ich will nicht. Alter, laber doch nicht, ey. Ich habe einfach nur nicht getroffen. Direkt die erste Idee gehabt und nur weil ich zu blöd war, hinzubekommen, ey. Aber cool, dass das Vulkano genannt wird, das Ding. Naja, das tut weh, Freund, hä? Muss warten, bis der in der Mitte wieder spawnt, also weit genug weggehen am besten. Sollte wieder da sein. Oder halt auch nett, okay. Okay. Mario just gets propelled up in the air with his bum smoking when he touches the lava, yeah. And did you know he, if he's jumping on a block, he's not using his head, he's using his fist. You can look at that. You can see it when I jump with him. Nice. He's just using his head. He's bonging with his head. Oh fuck. Lieber den Stern nehmen, ey.
lieber mal den Stern nehmen. Das haben wir hier tatsächlich auch alle. Das läuft hier aber. What? Okay. Gerade gedacht, das ist wieder weg. Eternal Star, touring the cosmos. Cool. Der Hase. This star we are standing on used to be whole and beautiful. But Bowser came and broke it into pieces. Das ist natürlich blöd. Ist das Pokémon-Musik? Oder meine ich das gerade nur? There are teleporters placed all over the star, so you can get around quicker. They aren't working right now, though. Maybe some star power can fix them. Okay, das heißt, wir müssen die Teleporter auch aktivieren. Mit der ganzen Sterne. Einfach so viele Münzen. Obwohl, eine ganze Münze. Scheiße. Those pins look pretty sturdy. I wonder if there's anything that could knock them over. Vielleicht ein Weitsprung oder ein Hechtsprung oder so. Hä, wo? Okay. Aber das ist doch mit. Okay. What the fuck? No! Das war so gemein. Das war ja so gemein, ey. Das war ja so gemein, mal bitte. Gedacht, da steht Bowser. Das sind einfach nur noch mehr. Noch mehr Sterne. Alter, da nach hinten. Heilige. Die drehen sich auch noch. Alles klar. Alles klar. I should have become gymnast instead of a plumber. But he has not the body to be a gymnast. He's too small and he's too... too big. His damage is too big. He has the body of a chain smoker, yeah. Kann ich irgendwie. Aber ich kann nicht schieben, okay. Leben aber auch nicht zusammen. Okay, and now. Was mache ich jetzt in dem? Unterschieben vielleicht? Vielleicht auch nicht.
keinen Plan. Ich hab keinen Plan. Okay. Ach komm schon, ey. I'm thinking of the one where they run and jump onto springboard and do crazy stuff in the air, okay. Yeah, I mean, it looks like he could do that, but in the real world it would be too small and too... And his body wouldn't be good for that. Ach komm schon, ey. Vielleicht will ich auch jetzt mal auf. Jetzt haben wir nämlich auch schon wieder eine Stunde das hier gezockt und 2,5 insgesamt. Vielleicht will ich jetzt auch mal wieder auf. Weil ich meine, heute fertig kriegen werden wir es eh nicht. Dann bin ich schon zu for Discrimination. Maybe that would work. I guess this works almost every time. Ach komm. Oh, nee, komm, ich will noch einen Stern hier haben, ey. Ich will einen Stern haben. Es kann nicht sein, dass ich das nicht gebacken krieg. Das kann doch nicht sein. Das nervt mich, dass es gerade nicht reicht, ey. Alter, wie die Kometen nach unten sinken, okay. Das ist der fünfte. Ja. Yes. Star Pieces of the Asteroid Belt. Reicht das jetzt schon? Wahrscheinlich nicht. Machen können, ja. Das hätte ich auch mal früher machen können. Das sieht jetzt natürlich doch ein bisschen an, muss ich sagen. No, so close. So close, Freunde. Reset, ja. Reset. Lass uns dieses Mal doch den Mondstern holen. Mit dem Kamerawechsel soll es doch eigentlich kein Problem sein. Geronimo! So, nimmst du. Doch, Alter, hier gibt's auch. Hier gibt's überall, oder was?
Not this time. Komm schon. Yes. Not this time, not today, Freunde. Oh, und da ist nochmal eine Coin. Jetzt haben wir 5 von den Dingern. 5. Jetzt brauchen wir echt nochmal einen Stern. Sonst müssen wir die nochmal holen, glaube ich. Sonst müssen wir die, glaube ich, nochmal holen. Ach nein, ich hasse es. Boah, hoi. Okay, ich komme mit hoch, Leute. Sonst nichts. Das heißt, wir probieren es zwangsläufig nochmal. Yes, Mann. Mach mal was zu essen. Bis gleich. Bis gleich. 61 Sterne. Das ist ein guter Punkt, um aufzuhören, Freunde. 70 hat das. Dann schaffen wir das beim nächsten Mal voll fertig. Freunde.